Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von PandaPaw. Ich habe euch ja versprochen, diese Woche kommt mal wieder ein gescheites Video und genauso wird es euch auch sein. Denn dieses Mal zeige ich euch so ein paar Tipps und halt wie ich das immer mache, weil ja ganz viele von euch wahrscheinlich eigentlich nur mit Copic-Markern oder so oder mit Aquarell meistens irgendwie die Bilder kolorieren und ich bin halt mehr so Buntstift-Mensch. Also hier ist so ganz, ganz viele Buntstifte, ein paar neue, ganz viele alte und ja, da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich das so mache und ja. Genau, und bevor ich das jetzt tue, ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch meine Praktikumsarbeit. Die habe ich inzwischen abgegeben, die kriege ich heute zurück, aber ich habe sie natürlich vorher gefilmt. Was ich nur vergessen habe, war, dass ich die mit ins Video rein tue. Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Ich habe das voll verpennt. Erst danach, wo ich dann das Video hochgeladen habe, dachte ich mir, shit, jetzt hast du was vergessen, Panda. Aber naja, dafür kommt es heute mit rein. Und zwar seht ihr es jetzt. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I Es hat euch gefallen. Sagt doch mal, was ihr davon haltet. Ich habe noch keine Ahnung, was ich für eine Bewertung darauf kriegen werde. Das sehe ich dann erst heute, wenn ich mein Zeugnis bekomme. Aber gut, bevor wir anfangen, das hier ist gerade mein neues Bild, woran ich arbeite.
Habt ihr im letzten Video noch als Skizze gesehen? Ja, ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Hab die Flügel jetzt so lila, schwarz, rosa und silber gemacht. Und ja, bin gerade so ein bisschen am Kolorieren, aber irgendwie kam ich dann plötzlich nicht mehr dazu. Und ja, ich werde es aber die nächsten Tage fertig machen. Und wundert euch nicht, was ich hier Komisches an der Hand habe. Das ist so ein selbstklebendes Tattoo, was ich vor, weiß ich nicht, Jahren mal bekommen habe. Und das habe ich letztens wieder gefunden und dachte mir so, hey, das könnte ja eventuell sogar noch kleben, aber ja. Aber ich glaube, ich kann es sogar wieder wegmachen, aber egal. Okay, genau, womit fange ich denn an? Erst einmal bräuchte ich Papier. Hallo, Papier? Hier, haben wir ja Papier. Zack. Genau, das wichtigste Material, was ihr haben müsst, ist immer Papier und mindestens ein Bleistift zum Zeichnen. Also ich benutze als Bleistift meistens immer HB. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Außer wenn irgendwas kommt für ganz, ganz feine Sachen, dann nehme ich auch harte Bleistifte. Und für Sachen, wo ich gerne irgendwie großflächig was schwarz machen muss in der Skizze, dann nehme ich halt dann ganz, ganz weiche, wie zum Beispiel 6B oder sowas. Okay, dann meine Materialien, die ich benutze, sind Fineliner von was weiß ich welcher Marke. Hauptsache sie verschmieren nicht. Meistens sind da sogar die Stabilo Fineliner gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, Buntstifte aller Art. Radiergummis natürlich. Da brauche ich auch mal wieder einen neuen. Was man auch ab und zu braucht, sind Lineale. Ich benutze sie selten, aber hin und wieder, gerade wenn man Gebäude oder so zeichnet, was eben gerade sein muss, dann sind Lineale gut. Was braucht man noch? Filzstifte benutze ich ganz viele, so ganz normale Mainstream-Filzstifte einfach und ein paar No-Name, wo inzwischen aber auch schon leer sind. Das waren meine Vorläufer Copic-Marker damals. Und natürlich Copic-Marker und, das waren Pro-Marker. Das waren eigentlich so die Marker, die vor Copic-Marker bei mir kamen. Und ja, ich habe davon jetzt auch nicht so viele Farben, weil sie einfach sündteuer sind. Und ja, ich bin eben doch kein Millionär. Genau, und was ich noch habe, sind Glitzerstifte. Die verwende ich auch hin und wieder. Also gerade bei so irgendwelchen magischen Bildern oder so kommen halt so Glitzer-Gelstifte zum Einsatz. Und dann natürlich auch noch normale Gelstifte. Die sind ganz, ganz wichtig. Also für mich zumindest. Gerade der weiße. Weil man da mit ganz, ganz gut Lichtpunkte in die Augen setzen kann und Effekte in die Haare rein und so. Und gibt es noch irgendwas, was ich so verwende? Ah, genau. Genau. Ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt. Dieses Netz hier verwende ich ja ab und zu, wenn ich mit Acryl Hintergründe mache. Dann habe ich einen Leuchttisch. Den liebe ich total. Also seit ich den habe, bin ich echt sehr zufrieden, weil der einfach saugut ist. Man muss nicht immer wieder bei den Skizzen dann was wegradieren, wenn man mit Fineliner drüber geht oder so. Und es ist einfach scheiß bequem, so ein Leuchttisch. Und was ich auf meinem Schreibtisch auch brauche, ist so ein Holz-Dings-Untergrund. Weil wenn ich auf meinem Tisch mit Buntstift male, ich kann euch das ja mal kurz demonstrieren, ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Mit einer Hand filmen, mit der anderen malen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay. Ja, man sieht, das ist, man sieht halt so ein bisschen vom Tisch die Struktur durch. Und wenn ich es hier mache, nehmen wir mal den Stift, dann zack, 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 zack. So. Dann sieht das nämlich so aus. Ja, okay, man sieht jetzt hier nicht wirklich den Unterschied, aber glaubt mir, in echt sieht man den Unterschied und das macht dann schon was aus, ob man irgendwie den Untergrund vom Tisch sieht oder nicht. Manchmal ist es ganz nützlich, wenn man irgendwie so eine Struktur haben will im Bild, aber manchmal ist es auch echt richtig scheiße. Auf Deutsch gesagt.
Ja, was haben wir denn dann noch? Genau, eine Rasterfolie habe ich noch. Keine Ahnung, wo ich die vergraben habe. Ich hatte sie vorhin erst irgendwo in der Hand. Rasterfolie, Rasterfolie. Hallo. Ah, ich habe sie gefunden. Komm her, du. Genau, ganz alte Rasterfolie. Habe ich letztens auch mal für ein Bild verwendet, weil dadurch die Struktur von den kleinen Kästchen rauskam. Das sah dann aus wie so ein riesiger, nennt sich das, Bildschirm im Hintergrund. Aber normalerweise, glaube ich, benutzt man Rasterfolie für so Linien ziehen ohne Lineale. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß, dass ganz viele Comiczeichner Rasterfolie benutzen. Oder benutzt haben früher. Ja, genau, da steht sogar, wie man es überhaupt benutzt, aber ich habe es mal probiert, damit gerade Linien zu machen, aber ich habe es nicht wirklich hinbekommen, deswegen ist es für mich eher so ein Untergrundscheiß. Hilfsmittel. ja, genau. Also, wie kann ich euch Tipps geben? Also, mein Trick zur Zeit, mein Lieblingstrick zur Zeit ist, ich brauche einen Stift. Aua. Nehmen wir jetzt einfach mal so einen Kreis hier als Kopf. Weil wenn ich Hautfarbe benutze beim Buntstift, wo ist meine Lieblingshautfarbe? Hallo? Da. Genau. Dann gehe ich da natürlich so rein. Und meistens, wenn ich mit Buntstift das mache, hat mir mein Dad damals beigebracht, soll man kreisende Bewegungen machen und nicht so gestrichelt, weil sonst, das kennt ihr ja bestimmt alle von früher, dann kommen immer diese blöden Fahrer hier rein, diese Übergänge. Und wenn man das, wenn man das in kreisförmigen Bewegungen macht, dann fällt es eben nicht so auf. Aber trotzdem, egal wie fest oder wie leicht man hindrückt, es sind immer so ein bisschen Ränder da. Und das kann man ganz, 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 ganz einfach vermindern. Und zwar, indem man einen weißen Buntstift nimmt und damit einfach in Kreisbewegungen drüber geht. Am besten ziemlich fest aufdrücken. So. Perfekt. Weil dann habt ihr eine schöne gleichmäßige Fläche und es sieht eben einfach aus wie Haut und nicht mehr wie irgendwie, weiß ich nicht, Stoff oder sowas. Und denselben Trick könnt ihr im Prinzip bei Buntstift anwenden, wenn ihr irgendwelche Verläufe haben wollt. Sprich, wenn ihr jetzt braune Haare macht, so, und dann irgendwie einen Ombre haben wollt oder sowas, also dass hier dann noch so ein Dunkelbraun vorher kommt. Dann habt ihr hier auch keinen so wunderschönen Übergang. Dann nehmt ihr auch einfach die Weiß und geht da schön drüber. Gott, ich hasse es, mit einer Hand zu zeichnen. Nur dürft ihr da eben nicht zu fest hindrücken, so wie ich jetzt, weil dann kommen so weiße Farbe rein. Genau, und dann könnt ihr im Prinzip nochmal mit der Farbe leicht drüber gehen. So. Und mit der anderen Farbe auch noch. So. Und dann nochmal mit der Weiß drüber. Und schon habt ihr einen schönen Übergang. Also bis auf dieser Strich hier, das war jetzt mein Fehler. Beachtet den Strich nicht. Ohne den Strich habt ihr einen wunderschönen Übergang, okay? Genau, und nur das Problem ist halt, wenn ihr sowas macht, und ihr wollt dann noch irgendwie Effekte reinsetzen mit anderen Farben oder so, da müsst ihr ganz arg aufpassen, weil dieser weiße Stift, wenn ihr damit fest aufdrückt, oder allgemein Buntstifte, wenn ihr fester aufdrückt, dann ergeben die ja so eine Schicht. Das ist dann wie Wachs. Das fühlt ihr auch richtig, wenn ihr da drüber langt, drauf fasst, anfasst. Wenn ihr es anfasst, dann spürt ihr das, dass das wirklich richtig wie Wachs ist. Genauso hier. Und wenn ihr dann irgendwie noch mit Fineliner oder so reingehen wollt, dann geht es eben ziemlich schwer. Also da würde ich euch raten, dass ihr, wenn dann vorher noch was macht
oder einfach die Stellen, wo was sein soll, auslasst, weil sonst habt ihr da wirklich ein Problem und das passiert mir extrem oft, weil ich das immer wieder vergesse. Genau, dann, weil ich ja vorhin gesagt habe, mit dem Gelstift kann man schöne Effekte in Haare reinsetzen. Da könnt ihr einfach, ja genau, hier funktioniert es natürlich nicht mehr. Man sieht, es ist streifig und nicht schön. Aber in Haare kann man dann zum Beispiel so ein paar Punkte reinsetzen. Wenn es denn jetzt gehen würde, Mann, dann machen wir es halt hier. Da kann man eben so Punkte reinsetzen. Genau, so und so. Und dann kann man da noch so Linien reinziehen. So weiße, wie so Glanz-Dings, Flecken. Irgendwie bin ich heute schlecht im Erklären, ich weiß auch nicht. Also ich bin ja immer schlecht im Erklären, aber heute ist es extrem. Genau, die Glanzflecken. Denselben Effekt könnt ihr bei Augen auch anwenden. Voll Deckel. Wenn ihr jetzt hier euer Auge habt, so, machen wir mal es voll einfach so. Zack. Dim, 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 dim. Ja, der arme Feinliner, ich vergewaltige ihn gerade voll. Okay. Geh schon rein in deinen Deckel. Und dann machen wir die Augen mal schön dunkelblau. So und so. Ja, ich weiß, es sieht jetzt sehr, sehr schlampig aus, aber beachtet das nicht. Stellt euch vor, es wäre ein schönes Auge, okay? Stellt es euch einfach nur vor. Mir zuliebe. Genau, dann könnt ihr eben hier mit dem Gelstift reingehen. So. Und dann könnt ihr eben hier noch so weiße Punkte reinmachen. Seht ihr das? Ja, einigermaßen. Es ist noch nicht wirklich scharf. So. Genau, aber ihr müsst halt immer schauen, weil so ein Gelstift, ich weiß nicht wieso, aber die lassen ab und zu die Farben noch durch. Also wenn ihr es wirklich weiß haben wollt, müsst ihr da öfters drüber gehen über diese Punkte. Da, ja, man sieht es hier schon wieder ein bisschen, dass das nicht ganz deckt. Also wie gesagt, entweder macht ihr es mit Gelstift oder aber mit Acrylfarbe dann so Punkte reinsetzen. Wobei es bei Acrylfarbe wirklich schwierig wird, weil die muss man ja mit Pinsel auftragen und... Ja, wenn ihr so einen dünnen Pinsel habt und talentiert seid, dann gerne. Aber solltet ihr da irgendwie Defizite haben, dann vielleicht eher weniger. Aber gut, was haben wir denn noch? Genau, wenn ihr Blut haben wollt in eurem Bild und ihr habt keine Ahnung, wie ihr das realistisch darstellen sollt, weil so Blut ist ja meistens, so Blutflecken zumindest, sind meistens irgendwie mit einem Stift relativ schwer darzustellen. Und ich mache das meistens immer so, ich nehme mir Acrylfarbe, ein Taschentuch oder Klopapier oder so. So, genau. Ein Klopapier oder Taschentuch oder sonst irgendwas, was sich leicht zerknüllen lässt. Weil dann knüllt ihr das nämlich einmal schön zusammen, faltet es wieder auf. So. Wieder zusammenknüllen, wieder auf, hoch und nochmal zusammenknüllen und dann nehmt ihr euch eine Stelle, wo es so relativ gut zusammengeknüllt ist und halt viele Knicke drin sind, tunkt leicht in der Farbe ein, genau, und dann könnt ihr nämlich, oh Gott, ist es schwierig hier, so, wenn ihr so ein bisschen tupft und rumdreht, könnt ihr dann schöne Blutflecken machen. Ich habe schon mal besser hinbekommen, ja? Oh, immer wenn ich was demonstrieren will, dann klappt es nicht. Aber ja, das ist jetzt auch gar nicht die richtige Rot. Ich habe die helle Rot genommen anstatt der dunklen. Zack, 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 zack. So, so und so und so. Und dann könnt ihr nämlich auch so Schleifspuren damit machen, so. So. Genau.
Euer Taschentuch oder Klopapier oder was auch immer ihr nehmt oder Zewa sieht danach aus, als hättet ihr Nasenbluten gehabt. Prima. Aber ja, normalerweise sieht das echt gut aus. Vielleicht vorher ein bisschen üben, bevor ihr es wirklich auf eurem Bild anwendet. Aber ich habe es damals auch sofort angewendet und es sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich habe es ja auch, wie ihr es wahrscheinlich wenn ihr mein letztes Video angeschaut habt, bei dem hier gemacht. Da hatte ich das dunkle Rot und da habe ich es mit demselben Effekt angewendet. Bis auf da oben, da habe ich es mit einem Pinsel gemacht. Und ja, wie ihr seht, Acrylfarbe deckt gut. Dunkles Rot sieht halt einfach aus wie Blut. Und ja, damit kann man recht gute Effekte machen. Genau, soweit wäre es das dann auch schon mit meinen Tipps. Sagt mir doch einfach, ob das Video jetzt hilfreich war oder nicht. Oder ob ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Tipps, wie ich es noch besser machen könnte. Oder falls ihr irgendwie sagt, ja, das hat mir jetzt gar nicht weitergeholfen oder ihr kennt die Tricks schon, könnt ihr das auch natürlich gerne sagen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.